Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Tomo Dazi Live. So, wir hatten im letzten Part ja bereits zwei Anwohner hinzugefügt unserer Insel, die ja bereits da sind. Jetzt schauen wir doch einfach mal nach, wie es denen geht. Und ob die irgendwelche Wünsche haben oder ob die derzeit friedlich, glücklich leben. So, was? Wo man ist hier? Da bin ich am Strand. Also, alle sind am Strand. Dann schauen wir doch mal zum Strand und schauen, was da abgeht. Oh, wir machen uns hier ein schönes Leben. Okay, mit R kann man dann. Kann man dann so. Schönes Foto machen, was wir bei uns hier abspeisern. Wunderbar. Okay, also die tun hier am Strand ein bisschen chillen. Das ist doch schön. Währenddessen gehen wir ins Rathaus und tun uns alles mal hier unseren ersten neuen Bürger hinzufügen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe euch jetzt ein bisschen in Mimiker reingefügt, dass wir so zum ersten Part immer wieder ein neues Mi registrieren. Und wir gehen die Liste durch von vorne nach hinten. Das heißt, mit Cookie anfangen, dann kommt Krote, dann kommt Sophie und dann noch alle anderen, von denen die Mi zusickt. Ich habe erstmal von jedem 1 ausgewählt. Ich glaube, Cookie, das wird mir zum 2 zugesickt. Das andere werden wir auch noch einbauen, oder werde ich auch noch einbauen, besser gesagt, im Laufe des Let's Plays. Aber fang erstmal an mit von mir ein Mi und mit Cookie. Fangen wir jetzt mal an. Die Mi, ich tue es übrigens komplett zu lassen, wie die sind. Tue nur das rein, was unbedingt rein muss. Dann nennen wir das einfach. Ja, keine Ahnung. Das übernehmen ist einfach hier. Cookie, mach es mal C. Für Cookie. Also das C von Cookie. Und was brauchen wir noch unbedingt? Ja, das alles brauchen. Ja, keine Ahnung, das ist alles so. Das kann ich ja auch, das stelle ich mal alles hier mittel. Ich habe ja keine Ahnung, wie ihr so insgesamt drauf seid, weshalb ich das einfach alles generell so mittel mache. Irgendwie backt der Sound gerade ein bisschen rum, wartet mal geschwind. So, ich glaube. Ist jetzt vielleicht besser. Keine Ahnung, bei den anderen Games läuft der Sound eigentlich auch ganz normal. Wir lassen das mal bei dem. So, schau doch mal rein, Cookie. Was hast du für Probleme? Also zu sagen. So, ich heiße Cookie, genau. Ich nehme alles ziemlich ernst. Na dann. Ich wäre so gern mit David befreundet. Du wärst ja gern mit David befreundet. Ja, das kann man doch machen. Stell dir gleich vor. Siehst du, Cookie, den Ärger. Du darfst mit meinem Mi befreundet sein. Ja, hier. Was du findest, Miss, was gängst bewundernd? Ja, wundern. Ich gehe so. Bin jetzt aber gespannt, wie das Ganze wird hier. Joa. Also jetzt, ich hab mir gedacht, in der ersten Part muss halt immer in jedem Part so einen neuen Charakter rein, damit es nicht zu viel auf einmal werden. So der Plan. Oder alles. Zwei Parte, dass jemand Neues hinzufüge. Keine Ahnung. Er ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Das ist doch wunderbar hier. Seht ihr? Geht doch. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Yay. Half-Hab-Spray. Ja, danke. Also ganz toll wieder hier, dass das mit der Cammy wieder nur selber funktioniert. Es kommt bei mir total viel Licht von innen. Jemand rein. Das ist.
Machen wir anders, bin sofort wieder da. So, sollte es wieder ein bisschen besser sein, keine Ahnung. Ich habe einfach was draufgelegt, aber es ist nicht wirklich gut. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt mein neues Lichtsystem. Da funktioniert das alles dann viel besser, aber da muss man leider erst bis nächste Woche warten. Es ist jetzt ein bisschen blöd, aber so ist das halt. So, ja. So, was gibt's denn noch hier? Ich glaube, heute könnte vielleicht etwas Gutes passieren. Ich glaube, es hat was Gutes passieren wird. Ja, es ist was Gutes passiert, nämlich die Pokémon Direct. Ja, moin. So, ja gut, die Einzelnen am Strand hier. Dass das Supermarkt wir einkaufen können, da viel mehr kommen jetzt eigentlich auch gar nicht machen, ne? Ist was? Nee, ich glaube, ich tue eure Mies von Anfang an hinzufügen. Das ist besser, weil das sind ja alle direkt da. All die, die ich jetzt habe, tue es jetzt hinzufügen. Und der Rest halt im Nachhinein, wenn die Mies hickt. Das ist besser. Tue mir die heute hinzufügen. Mal weiter jetzt mit Kröte. Übrigens, falls ihr zukünftig Mimis zusenden wollt und wollt, dass ihr einen bestimmten Namen habt, zuvor- und nachnamenmäßig, irgendein Pseudonym, natürlich bitte nicht euer Essen, ist ja klar, aber irgendein Pseudonym vor- und Nachnamen, den ich verwenden soll, dann schickt mir den noch gleich dazu. Sonst tue es einfach immer euren normalen Namen und den ersten Buchstaben als Nachname. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, Kurt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, du bist noch unter 18. Ich weiß es nicht. Bam. Ich bin Kröte Kaka. Ich bin Kröte Kaka. Ich bin Kröte Kaka. Ja, es passt doch. Dann machen wir wieder alles hier irgendwie. Nach dem Zufall, keine Ahnung. Ich muss mir mal irgendeine Taktik überlegen. So, Agakote, du bist kühl, zurückhaltend, Forsttextur, vernunftgesteuert und nüstern. Du nimmst jede Aufgabe ernst, bist da still, sagst, was zu sagen ist. Das gelten die Regeln, nur irgendwie ist das fast das sehr, was mir rausgekommen ist, ne? Ich glaube, das ist wirklich ziemlich die Standard-Brüsse einfach. So, Krote ist nun reingekommen. Na dann, sagen wir doch mal hallo. Ich nehm's mit Regeln denn der genau auf. Das ist doch schön. Was könnte ich denn nur sagen, wenn ich mich gut fühle? Was könntest du sagen, wenn du dich gut fühlst? Was sagt man, wenn man sich gut fühlt? So, ich fühle mich gut. Nee, keine Ahnung. Was sag ich mir, wenn ich mich gut fühle? Ich sag juhu. Ja, ich sag juhu. Yay, ich fühle mich gut. Aber es hört halt eher an wie so eine Begrüßung. Sag einfach yay. So yay. Ja, das passt doch. Yay, und dann so abtanzen. Ja, das passt doch. Siehste, so was dazugelernt. Du kannst ab jetzt das Phrasensymbol verwenden. Berührst du es, kannst du deinem Mii eine neue Phrase beibringen. Das ist doch schön. Ich bin sehr schlecht darin, Leuten meine wahren Gefühle zu zeigen. Okay. Hab's zur Kenntnis genommen. So. Ah ja, Gamer und David sind hier. Ich sag ja, Gamer und David, das sind die besten Freunde hier. Oder es wären die besten Freunde. So, was gibt's denn, Gamer? Es heißt Gamer. Du nimmst oft zu Rücksicht auf andere. Das ist doch so. Das sieht nicht so aus. Was soll ich sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet?
Dann sagst du ganz Kisteres. Oh, fuck, nein, nein, wir sind kinderfrei, also, oh nein. Ja, dieses Depressive, wenn man realisiert, dass jetzt die Welt untergehen wird. Oh nein. So in etwa soll das sein. Man ist mir erst froh, wenn ich nächste Woche mal eine gescheite Beleuchtung habe, weil es gibt mir auf den Senkel, dass mein ganzer Kopf hier gefühlt total überhellt ist hier wegen der scheiß Lampe. Aber es ändert sich ab nächster Woche und da bin ich erst froh drüber. So, Einmeldung. Nach langem Warten wurde nun endlich die Logik-Top-Aufnahme. Was ist mit dem Turnier los? In Langland gibt es jede Menge Kleidungsstücke. Es ist jedenfalls verschiedenes, die mit Möglichkeiten und Formeln abgedrückt. Wir freuen uns schon auf euren Besuch. David konnte sich nicht bereits vor der Eröffnung im Langland umsehen. Begeistert kommentierte er. Ich bin mir sehr sicher, dass das ab sofort viele neue Trails hier auf dieser Insel ihren Anfang nehmen werden. Ich glaube, das liegt nicht an der Köpfe-Köder, das ist alles, sondern am Spiel einfach. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay, das ist doch cool. Die Boutique hat eröffnet. Da werden wir natürlich auch vorbei sein am nächsten Tag. Aber wir wollen noch die letzten Besucher, den ich bei mir noch in der Liste habe, heute noch reinholen. Falls ich euch noch nicht im Let's Play jetzt drin habe und ihr mir schon etwas geschickt habt, schreibt es bitte in die Kommentare von dem Video, dass euer mir noch fehlt, aber ihr mir schon geschickt habt. Schreibt euch hin, wohin ihr es geschickt habt und dann schaut es nochmal nach. Und schaut, dass euch im nächsten Part noch einbindet. Das gilt auch für alle Neue. Weil bestimmt auch Neue, auf die ich Let's Play stoßen werden. Jederzeit einfach mir den QR-Code von euren Mies hacken. Dann werde ich euch in diesem Let's Play einbauen. Und das wird dann ganz lustig. So, hier haben wir jetzt noch die Sophie. Die nennen wir Sophie. Sophie. S von Sophie. S. Und die ist definitiv doch ein Kind, sowohl alt vom geistlichen Alter als auch vom tatsächlichen Alter. Ne, wobei vom geistlichen Alter ist sie so 3 Jahre. Wissen es alle. So. Also wir müssen dem Mii von der Sophie, dem müssen wir als Phrase definitiv Lachen beibringen. Was sich so anders wie das Lachen von der Sophie. Alles andere, wenn es du hast ein Lachen wohl, Sophie, definitiv als sehr speziell einstimmen. So. Jetzt beißen wir es immer ab. Der Charakter von Sophie. Kühl, zurückhaltend, vorsichtig, stur, vernunftgesteuert, nüstern. Ja, am besten kannst du das selbst beurteilen, Sophie, ob das auf das Hut trifft oder nicht. Intellektuell nimmt die Aufgabe ernst, ist ja still, sagt aber was zu sagen ist, bricht selten nur geltende Regeln. Also das ist so ziemlich das Standardspruch, der bei jedem Charakter vermutlich einfach drunter steht. So, Sophie ist nur dabei gekommen. Dann schauen wir doch mal nach und danach müssen wir hier zur Gurte. So. Hi Sophie, ich nehm's mit Regeln, sie werden. Genau, das ist doch schön, Sophie. Ich würde gern meine Haarfarbe ändern. Du würdest gerne Haarfarbe ändern, uff. Dann gib mal den Haarfarbe-Spray. Also welche Farbe du jetzt bekommst, Sophie, ist ja. Eine nette Farbe für mich aussuchen. Uff. Welche Farbe passt wohl zu mir? Ich habe jetzt halt keinen Peil. Ja, lass mal die Haare rot färben. Ja, rot, machen wir rot. Oder grün ist auch lustig. Dann machen wir grün. Also gut. So, Sophie. Jetzt hast du grüne Haare. Ah. Wird sich vorinstalliert hier. Nein, sie sieht super aus hier. Sieht so. Das ist das Play, das wird was, ja. Magenmittel, das ist das Hören. Auf einer einsamen Insel leben, ja moin. So, falls man es mal so schnell wegdrückt. So.
Krote ist glücklich oder so, oder irgendwas will von mir. Ich kann mal denen helfen. Etwas spielen? Etwas spielen? Ja, komm, spiel mal was. Hut Silhouettenquiz. Aha. Welches Item ist wohl von dem. Was? Welches Item ist es wohl von dem du hier Silhouette siehst? Das klingt einfach, aber wenn du. Hä? Webstrohhut. Sag mal, Webstrohhut. Ah, okay, ich verstehe es. Ist ja lustig. Ich rate. Ich habe halt komplett geraten beim Zweiten. Okay. Digga, Wikingerhelm, erkennst du das und direkt an den Hörnern. Yay. Yay. Ich hab das Quiz gemeistert. Oh, ich nehme natürlich das Größte. Hotelsafe, ja moin. Yay. Und dann willst du mal weiter im Kamassen üben, da war man nicht weiter stören. Und wer war noch was von mir hier? Weil das langsam wollen erst alle was von mir hier. Also, wir gehen jetzt mal nach der Reihe durch. Von den Rest nach links. Umso mehr Leute reinkommen, umso mehr hat man zu tun, umso witziger wird's. Das sag's alles. So, guten Tag, Cookie. Wie kann man dir helfen? Du wärst gerne mit Gerber befreundet. Na dann stell dich vor. Weißt du, wie ich mich am haben wir doch vorhin auch geübt. Einfach sagt, du bist Huberlässig hier. Na, Zombies wird. Wer will denn mit so einem Chris kam wieder Gamer befreundet sein? Das sieht halt aus wie so ein abstoßendes Mi, also mein Mi, das Gamer Mi. Aber trotzdem mal alles mit dem kleinen Tipp zu tun haben, mit den kleinen Krantiken. Ja, man kann aber auch keine richtig belastend seienden Charakter irgendwie da einbinden. Geht nicht. Richtig Freundschaft abgeschlossen haben wir leider nicht. Oh. Na okay, ich sag ja, das ist so ein Charakter, mit dem wir nichts zu tun haben, mit dem Gamer. So, Gamer, was willst du denn? Hör mal, hast du dir da nochmal rein? Hast du Lust auf ein Spielchen? Oh, du willst was spielen, ja dann. Spielen wir. Doppel-Threaten-Quest, erkennst du von welchen zwei Items? Okay, wird's ein komplizierter. Die erste Silhouette. Was für Items sind das? Ich rate mal komplett, was auch immer das Melee-Fuele ist und Pudding-Gebäck. Die richtige Antwort ist. Bei Würfel kann's nicht sein. Es waren ein Würfel und ein Melee-Fuele. The fuck? Okay. Schade, aber das machen wir dem. Ich hinterfrag's einfach mal lieber nicht. Oh, und ich hab da Klopapier. Herzlichen Dank dafür, was du immer mit dir mitschleppst, ey. Wenn ich Brot esse, bleiben manchmal Brotkrümel im Gesicht hängen. Joa, wer kennt's nicht, ne? Wer kennt's nicht? So, dann David will auch noch was von mir. Ja, es reckt dich doch nicht so. Servus. Danke. Jetzt ist der Schluck auch weg. Na dann. Ach, da hat das Glück auf. Um die Insel schöner zu machen, sammeln wir jetzt Spenden. Okay. Komm doch mal mit raus. Okay. Dann schauen wir uns doch mal an, wie ihr Spenden sammelt. Ah, das Spendenbrunnen muss man täglich immer machen. Dann kommt Geld beisammen. Einmeldung. Am Glücksbrunnen wurde ein Starschwein für Spenden aufgestellt. Wunderbar. Jeder kann mit seiner Spende Garmakuch zu einem noch schöneren Ort machen. Wunderbar. Anwohner spenden werden dem Verwalter von Garmakuch zur Verwahrung übergeben. Das Ebenbild von David wird damit die Insel zu einem Ort der Schönheit machen. Ganz genau. Es wird nur einen Spendenaufruf pro Tag geben. Vergesst also nicht, am Glücksbrunnen vorbeizuschauen. Richtig, da werden wir immer am Ende vom Part, gehe ich immer am Glücksbrunnen noch vorbei, weil wir immer täglich das Spiel bringen. Ne?
Eigentlich wollte auch Animal Crossing Tackle spielen, aber dem Spiel macht es wirklich Sinn, weil lässt ja wirklich unser Leben verkörpert, das hier Tackle zu spielen. Animal Crossing wollte ich auch öfter bringen. Ich will sich gerade diese 3DS-Projekte wieder öfter machen. Das hier mache ich bewusst nicht auf Livestream, damit ich das Tackle in einen Part bringen kann. Die das bei Animal Crossing machen muss, immer schauen. So, und da der Part selbst vorbei ist, gehen wir jetzt noch zum Glücksbrunnen und den ganzen Rest machen wir im nächsten Part. Umso mehr Leute auf der Insel sind, umso viel mehr Geld bekommen wir natürlich, das ist ja klar. Würde ich so wirklich nochmal einen Aufruf machen. Leute, wenn ihr mir habt und wollt, dass dieses in diesem Let's Play mitmacht, wie ich die Mies hier jetzt das und tun für ein paar Abonnenten, dann macht das. Es wird lustig, dieses Let's Play werden. Es wird lustig werden, okay? Also. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie ich den Part nenne, muss mir erstmal überlegen. Aber hier erlebt man jeden Tag wieder was Neues. Also, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Morgen geht's weiter. Macht's gut, bis dann. Und ciao!